So Leute, Mittwoch, Norddeutschland, ihr seht's, wir haben klassisches Bremer Schiedwetter. Kotzt uns richtig an, wir haben einen riesen Plan gemacht, wir haben gesagt, wir stellen die Autos raus, machen ein schönes Video. Wir haben uns gerade überlegt, was ist das Thema des Videos, und dann haben wir so überschlagen. Wir haben über 1 Million für Neuzugänge ausgegeben in einer Woche. Es ist komplett krank, letzte Woche war die Halle noch leer, jetzt ist wieder proppevoll. Wir lagern die Autos schon draußen und bei mir zu Hause, weil wir gar nicht wissen, wohin damit. Wir haben es gerade, wie gesagt, überschlagen. Über 1 Million Euro in einer Woche für Autos ausgegeben. Wir wollen euch heute die Neuzugänge ein bisschen vorstellen. Einfach mal zeigen, was es so Neues gibt. Denn ihr wisst, die werden ganz, ganz schnell wieder weg sein. Also, mir fällt gerade auf, in der ganzen Liste haben wir noch ein Auto sogar ganz vergessen, der da in der Ecke steht. Willkommen in Saint-Tropez. Gestern den aktuellen Neuzugang abgeholt, also den aktuellsten. 991 GTS. Gestern einen richtigen Autohändleralltag durchlebt. Morgens um 7 Uhr in die ICE gestiegen. Viel zu voll war das Scheißteil. 7 Stunden nach München. Ich musste da persönlich hin, ist ein sehr guter Kunde. Der hat schon ein paar Autos an mich verkauft und auch schon gekauft. Nach München gefahren und den Tag wieder zurück. Ich war gestern um 23 Uhr wieder hier. Heute um 8.30 Uhr mussten wir uns treffen. Warum? Weil unser Star-Mitarbeiter Max zum Hockenheimring muss um 11 Uhr. Wir einen straffen Zeitplan haben, weil der Mann wahrscheinlich zu viel Geld verdient, keine Ahnung, hier bei JB Motors und ein bisschen Rennen fahren darf. Ne? So, muss. Also. 991 GDS, richtig geiles Auto, Cabrio, erste Generation, Saugmotor, bei dem Auto super selten, LED-Scheinwerfer, richtig geil. Schwarzes Auto in beige, ja, ich finde es richtig nice. Wir haben gerade schon ein bisschen gelästert, diese roten Applikationen, nee, ist gar nichts. Warte, ich finde das passt gar nicht zu dem Auto. Ich will mal sagen, was ihr dazu meint, ich würde das eher abmachen. Ja, 30.000 Kilometer. Kriegt man eigentlich gar nicht mehr so, ne? Also richtig voll Burmeister Anlage. Eine Sache fehlt. Ihr könnt raten, was fehlt. Keramikbremse. Das Auto liefert einfach ab, ne? Der schreit fast wie ein GT3. Ist so. Keine OPF, nix. Ja. Wie gesagt, das ist hier der Rohzustand, ne? Also nicht aufbereitet, gar nichts. Also, nächster. Stellen wir die eigentlich alle raus, weil wir dumm sind? Nein, weil wir Fotos machen müssen und die ganze Halle hier leer gefahren werden muss. Das ist echt ein Trauerspiel, aber das ändert sich bald. Ne? Also, was ist das hier? GT2, kennt ihr. Nimmt jetzt richtig Form an. Wir haben jetzt hier, was haben wir noch gemacht? Die Aufkleber rauf, ne? Mhm. Müssen wir nochmal uns um den sogenannten TÜV kümmern. Was hast du hier gemacht? Da hat Jerome Scheiße gebaut. Das passiert, wenn Max mal einen Tag nicht da ist. Dann macht der Chef, baut der Chef Scheiße. So, was haben wir hier? Für den Porsche-Einsteiger. Das ideale Modell. 997, zweite Generation, PDK-Getriebe. Das Auto fährt schon richtig top, wirklich. Hat natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel Bums, aber macht was her. So. Schwarzes Auto, schwarzes Interieur, Vollleder, Sport Plus Sitze, Sport Chrono, Sport Abgas. Also eigentlich. Also Sport, und, Sport, Sport. Und das geile Lenkrad, Sport Design Lenkrad. Hose hat er auch, sehe ich. Sport, gerade. Sport, Sport. Das ist gerade wieder teuer. Da warten wir jetzt gerade noch auf die richtigen Felgen. Da sind eigentlich Turbofelgen drauf, die kommen gleich. Schrauben wir die um, dann kommt er ins Netz. Ja, ihr habt jetzt quasi exklusiv Zugriff hier. Könnt sofort zuschlagen. Nächster. So, was haben wir hier? 991.2 GT3 RS. Kein weißer, okay. Alles andere passt aber. Schwarzes Auto mit grünen Akzenten. Ich finde das Auto ist auch so ein geiler Respekt für mich. Und ich habe wirklich vergessen, ich habe den abgeholt auf Achse. Ich habe echt vergessen, wie geil so ein GT3 RS läuft. Ne? Das ist irgendwie, hatte ich ihn nicht mehr so richtig auf dem Zettel. Der schreit dich an, ohne OPF. Das Interieur ist natürlich der Hammer. Ne? Ganz wichtig, ne? Ohne OPF. Das Interieur ist einfach gestört. Also das Auto hat echt auch eine Präsenz auf der Straße, das ist unglaublich. Ne? Also die Theke? Die kleinen Kinder so mit dem langen Finger, dann zeigen sie auf dich. Ne? Und der hat ja als Vor-OPF-Modell hat er noch die Original, die Titananlage. Ne? Guck mal, wie geil die anläuft. Also zu dem Auto müssen wir auf jeden Fall nochmal ein gesondertes Video drehen. Einfach Sound und so, das ist, wenn wir das mal richtig rüberkriegen über Mikrofon oder so, das ist so krank, wie dieses Auto einen anschreit. Das ist unglaublich. Und den kannst du eben auch in der Stadt ganz easy mal eben nach Hause fahren, so, ne? Ohne dass du jetzt irgendwie total abgenervt bist, wie bei so einem Lambo vielleicht.
kommen wir nun zu Max Lieblingsauto. Hä? Er mag den nicht. Cayman 718. Es ist kein S, es ist ein normaler, ne? Aber der Vorbesitzer hat ganz klar gesagt, er hatte damals zwei Optionen zur Verfügung. Einmal ein Cayman S mit relativ wenig Ausstattung oder einen normalen Cayman mit absolut voller Hütte. Und er hat die richtige Entscheidung getroffen, meiner Meinung nach. Ne? Keramikbremsen, die originalen Felgen kommen noch, das sind Winterräder. Die werden natürlich noch gewechselt. LED-Scheinwerfer, Vollleder, Sport-Plus-Sitze, Sport-Chrono, Sport-Abgas. Du, ich weiß gar nicht, was noch. Kann man da noch was ausstatten in so einem Cayman? Carbon? Genau. Bose? Okay, hat kein Bohmester, ja. Und es ist halt günstig zu bekommen, ne? Wollte ich sagen, ist auch ein Einsteiger-Porsche, ne? Ist preislich genau in der Range wie der 907. Klar, 911er ist natürlich noch was anderes. Dafür hat man dieses deutlich modernere Auto. Man hat Apple CarPlay. Kann da eine vernünftige Approved drauf machen. Da ist sogar noch Approved-Garantie drauf. Hat man natürlich relativ sorgenfreies Leben, ne? Ja, 94.000 gewackelt, ne? Gewackelt. Würde der Sportwagenhändler sagen. Ja, ist das Gute noch nicht von ab. So, was haben wir hier? Ein schön FF. Ehemaliger Firmenwagen von der Sparkasse. Kleiner Spaß. Geiles Auto, Viersitzer, 12-Zylinder, für ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ne? Also, wo gibt es einen 12-Zylinder für um die 100 mit einigermaßen modernem Infotainment? Einigermaßen. Also geht so, aber weiß nicht, ich finde, man fühlt sich hier gleich drin wohl, ne? Also, schöne Daytona-Sitze, ist alles irgendwie stimmig. Die Sitze sind Hammer, ne? Die Sitze sind Hammer. Die Farbe. Ja, ja. Kombination. Schon fair. Das Einzige, was fehlt, ist das Glasdach. Aber gut, manche wollen auch eben ein geschlossenes Dach. Ne? Ich finde ja das Heck geil, ne? Weiß nicht, also so. Das ist doch irgendwie. Irgendwie sieht es brutal aus. Es ist brutal. Ist es auch, ne? Das ist ja eigentlich ist ja keine. Nicht förmig, ne? Oder? Ist nicht so Ferrari-like eigentlich. Nee. Aber ich finde auch die Luftreiner und so, da streiten wir immer drüber, was geiler ist, FF oder GTC Filusso. Ich finde ja den FF vom Design viel stimmiger. Ich weiß, ich mag das beim GTC Filusso nicht mit diesen. Das sieht aus wie so ein Hai. Irgendwie. Haifisch. Ja, ja. Also schon fett. Schönes Auto. Ja. Bin ich tatsächlich noch gar nicht gefahren. Sollten wir mal tun. Und mal reinhören. Jo. So, hier haben wir einen echten Klassiker. Das ist hier wie am laufenden Band, ne? 924S, Cabrio, ja, da kannst du nichts mit falsch machen, ne? Super Ausstattung. Wir haben sie alle eine gute, aber wir haben auch wirklich alle eine gute Ausstattung. Sport Chrono, Sport Abgas, Sport Plus Sitze, Vollleder, Kontrastnaht, ja, Bose. Gut eingekauft. Wollte ich sagen, also eigentlich, da wundert mich eigentlich, ich habe den jetzt seit ein paar Tagen schon im Netz, da kam noch nicht wirklich was. Da müssen wir nochmal dran arbeiten. Wird schon, also. Starten wir mal. Ja, was sagt ihr dazu? Schönes Auto, oder? Ja, ein roter Elfer, ne? Roter Elfer. Kann man nicht anders beschreiben. Es ist halt echt krass, wenn du das anschaust, so, wenn du den mal gegen den 907 stellst, wie groß die geworden sind, ne? Auch die Räder, Alter, das sind ja LKW-Räder, ne? Ist ja so krank. Finde ich, gehe ich auch nicht so ganz mit, ne? Ne? Guck dir das an, das ist stimmig, das ist irgendwie so. Da passt irgendwie alles, oder? Ja, ist ein bisschen. Also, das ist hier. Wenn du dir das so im Verhältnis anschaust, so, ich weiß nicht, da. Ist halt aber auch sportlicher hier, ne? Also ja, klar, das ist sportlicher, aber so die Felgengröße zu der Karosserie und ja. Zu einem. Klar, die Karosserie wird größer, muss die Felge auch größer werden, aber das ist schon alles so ein bisschen so ausgereizt, finde ich. Das ist schon sehr massiv. Ja. Aber gut. Das Geile am 92, also ich mag das Design von 92 nicht so mega gern. Also ich finde 91.2, 91 geiler. So, aber da ist natürlich wieder der Punkt, die Technik geht mit, Infotainment, du hast ein großes Display. Es ist alles noch ausgereift, das fährt alles noch entspannter. Das macht den Wagen dann wieder interessant, ne? Also als Daily echt ein gutes Ding, ne? Ja, als Daily ist mega. Und da ist der auch geiler als 91.2. Ist einfach so. So, schon ist die Halle wieder leer. Siehst du, so kannst du nächste Woche schon wieder aussehen. Da müssen wir ja nachkaufen. Also, was haben wir jetzt? Ja, haben wir alles durch? Eine Sache haben wir vergessen noch, ne? Stimmt. Ich glaube, hier so ein. Das war jetzt nicht geplant. Das war billig. So ein schwarzes Gerät hier. Genau. Haben wir schon einmal angeteasert, der sieht aus wie Sau.
Der war foliert komplett, jetzt hat es echt lange gedauert, wir mussten die ganzen Sachen abbauen, die Spiegel, die Türverkleidung raus und hast nicht gesehen, damit das alles vernünftig entfoliert wird. Der geht heute zum Aufbereiter, das ist hier von meinem bekloppten Kumpel aus München, Sebastian, mit dem saß ich zusammen beim Buggy, das war in unserem ersten Video, glaube ich, ne? Da haben wir uns mal richtig krank überschlagen und der hat die Kamera drauf gehalten, richtig geil. Das ist allerdings kein Eigentum, sondern der ist auf Kommission. Ab und zu haben wir das auch mal. Machen wir selten, aber ja, gerade bei so einem Lambo, da weiß man momentan nicht, wo die Reise hingeht. Deswegen Kommissionsgeschäft, da sind alle sein glücklich. Also Leute, wir gehen nochmal raus und gehen nochmal alle Neuzugänge nacheinander durch. Das muss sein jetzt, ne? Ich würde auch sagen, jetzt nochmal den Schlagschrauber rausholen. Dann, wenn wir filmen, müssen wir nochmal Räder nach. Scheiße. Also gehen nochmal alle Neuzugänge durch. Was haben wir gekauft? 992 4S Cabrio. 991.2 GTS Cabrio. GT2 ist außen vor, war schon. 991.2 GT3 S, Ferrari FF, 997.2 und den Cayman. Ihr seid ja nicht ganz blöd und wir wollen ja, das war ja kein Clickbait, ne? Das kommen wir natürlich nicht auf 1 Million, sonst hätte ich ziemlich teuer eingekauft. Es fehlt noch einer, es fehlen noch 2 Autos. Es kommt noch ein 991.1 Carrera S Coupé, der kommt nächste Woche, aber den habe ich auch letzte Woche gekauft. Und noch was ganz, ganz Besonderes, wirklich nochmal so ein JB Motors Highlight, würde ich sagen. Einer von 470 Autos, ihr könnt ja, ich glaube, ich weiß genau, Stückzahl gerade nicht. Sehr gut drum. Ihr könnt immer raten, was es sein wird. Da werden wir auf jeden Fall ein ausführliches Video drüber machen. Ich bin super gespannt, was ihr sagt. Für mich ein absolutes Highlight. Farbe Tipp. Rot. Farbe Rot. Marke. Könnte man jetzt auch schon erraten. Damit ihr das in Zukunft nicht verpasst, abonniert den Kanal bitte, Leute. Wirklich, das kann nicht sein, dass wir auf ein Video 222.000 Views haben, auf das andere 700. Wie, ich verstehe das nicht. Wenn wir schon 3.000 Abonnenten haben, müssen wir wenigstens 3.000 Views haben. Das heißt, macht diese blöde Glocke an, abonniert, kommentiert, liked. Ihr wisst genau, was das übergeordnete Ziel ist. Jerome braucht ein Boot. Also, bis dann. Tschüss.